Und dann eigentlich ein Thema, was vielleicht nicht so sehr in die betriebswirtschaftliche Auswertung geht, aber doch immer ganz interessant ist, ist nämlich die innerbetriebliche Verrechnung zwischen einzelnen Betriebsteilen. Also oft ist so ein wirtschaftlicher Betrieb ja aufgeteilt in irgendwie einen Futterbaubetrieb und einen Ackerbaubetrieb oder Tierhaltung und Ackerbau so. Und es sollen Stunden verrechnet werden. Und das ist eigentlich auch ein Thema, was wir mit dieser Extratec-Plattform sehr schön lösen können, indem wir eigentlich automatisiert Daten mit erfassen und dann auswerten können, wie viele Stunden hat eine Maschine eigentlich innerhalb gewisser Grenzen, also in dem Fall eine Feldgrenze oder eine Hofgrenze, verbracht. Und da kann ich mir dann monatlich, quartalsweise, jährlich, wie auch immer, einen Bericht per Excel zum Beispiel rausziehen und kann dann diese Daten in meine Abrechnung zwischen den Betrieben übernehmen. Erstmal zu den Anwendungsbeispielen. Und jetzt komme ich nochmal auf mein Prozessthema zurück, also Prozessoptimierung im landwirtschaftlichen Betrieb. Was wir den Praktikanten immer da gerne an die Hand geben, ist erstmal zu schauen, wo habe ich ineffiziente Prozesse im Betrieb. Ne, das kann ja eben auch in dem Bereich der Abrechnung oder dem Maschineneinsatz sein. Dann muss man erstmal schauen, wenn ich was Ineffizienzen entdeckt habe, dass ich erstmal für mich den idealen Prozess definiere. Ne, auch hier das schöne Beispiel. Selbstfahrer oder gezogene Maschine, wie sieht das für mich vom Arbeitsablauf ideal aus und natürlich auch vom betriebswirtschaftlichen und danach eben Auswahl der digitalen Werkzeuge, was eben Datenerfassungslösungen sein können, Excel-Tools, irgendwelche Apps, mit denen ich eben Daten auf dem Hof eingeben kann. Und da empfehlen wir dann eben auch immer als Softwareanbieter, sich diese auch als Berater gerne ranzuziehen, weil wir unseren Kunden auch da eigentlich gerne zur Hand gehen und mal zusammen die Prozesse anschauen und eben ja vielleicht dann gemeinsam eine Lösung erarbeiten. Sehr gut, Rainer, vielen Dank. Auch Ach, an dieser gerne. Stelle nochmal von mir das Angebot. Sind immer offen für Tests. Also wir können gerne, wenn sich jemand meldet, mal 4 Wochen eine Maschine ausrüsten, das Ganze ausprobieren. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.